Ja, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und heute aus Paris, wie du unschwer erkennen kannst. Mein Kameramann ist heute der Philipp, Hinterger Kameramann. Der macht das sehr gut. Ich habe nur ein Stativ mit dabei und wollte eigentlich mit leichtem Gepäck reisen, aber ist ein bisschen schwerer geworden. Naja, egal. Heute geht es um das Thema Street Photography und zwar auf einem ganz anderen Weg. Ich werde euch, wie in einem der vorigen Videos, kann ich gerne mal hier oben verlinken, aus Lindau, einfach eine Dia-Show durch Paris präsentieren, mit meinen Worten unterlegt und untermalt. Hin und wieder mal eine Sequenz aufnehmen, die einfach gerade so reinpasst. Aber im Grunde genommen bin ich hier mit der Familie unterwegs und kann natürlich nicht immer alles so schnell aufnehmen. Aber bleib auf jeden Fall dran, weil am Ende des Videos möchte ich auf jeden Fall diesen schönen, wunderschönen Pariser Eiffelturm hier bei Nacht fotografieren. Und da musst du aufpassen, wenn du das Ganze dann posten willst oder veröffentlichen, brauchst du dafür eine Genehmigung. Die habe ich hier, blende ich die hier ein. Und das Ganze soll dann heute Nacht irgendwo, aus welcher Perspektive, weiß ich noch nicht, aufgenommen werden. Und das ist mein Highlight des Tages dann und natürlich auch des Abends. So, und jetzt erstmal viel Spaß mit den Fotos in der Street-Fotografie, weil eins kann ich dir sagen, die Themen sind hier unendlich. Du findest hier wirklich fast an jeder Ecke irgendwas zu fotografieren, wie zum Beispiel die Taube hier. Philipp. Hässliche Tauben. Okay, die war alles ein bisschen schnell. Aber egal. Cool, ich muss jetzt erstmal ankommen. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, man merkt es vielleicht. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem allerersten Bild. Wie gewohnt in alter Manier gehe ich hier in Lightroom durch die Bilder durch. Alle out of cam, immer wieder ein paar Zwischensequenzen aus Frankreich und dann wieder zu den Bildern. Und so wird der ganze Ablauf jetzt so sein. Also ich starte hier mit dem allerersten Bild. Ich musste mich da erstmal so ein bisschen reingrooven. Wir sind gestartet vom Disneyland und sind hier quasi komplett einmal durchgefahren bis nach Paris an den Eiffelturm direkt. Das soll einfach so die Szene zeigen. Hier auf der rechten Seite habt ihr immer die ganzen EXIF-Daten. Ich habe in den allermeisten Fällen in klassisch schwarz fotografiert. Mit natürlich diversen Abänderungen von Tiefen, Höhen etc., Farbe und so weiter und so fort. Auch den Weißabgleich habe ich ein bisschen ins Rötliche reingezogen, womit einfach alle Bilder, die so ein bisschen einen Rotton drin haben oder einfach warme Töne drin haben, die funktionieren hier wirklich sehr, sehr gut. Werdet ihr später sehen, da sind richtig geile Dinger dabei teilweise. Ja, fangen wir einfach mal an. Das soll einfach so den Weg aufzeigen. Da sind noch ein paar mehr Bilder davon entstanden, aber die darf ich nicht zeigen. Das sind natürlich auch ein paar Familienaufnahmen mit dabei. Von daher ist das einfach eine ganz kleine Auswahl an öffentlichen Bildern von mir. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Programm. Und zwar, hier habe ich aus der Fahrt fotografiert, da war so ein ganz kleines Fenster, konnte man aufschieben. Und das habe ich natürlich genutzt. Ich habe mich da ans Fenster gesetzt und habe immer wieder probiert, so diese Zwischenstationen, die wir natürlich haben, aufzunehmen. Und ich wollte sie eigentlich in so einer bewegten Szene aufnehmen. Habe ich nicht mal ganz geschafft, beziehungsweise habe ich nicht geschafft. Das ist eigentlich das Einzige, was man verwenden kann. Von daher bleibt das drin. Mit einer 160. Sekunde. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen weniger, oder einfach so ein bisschen, eine 100. Sekunde vielleicht so ein bisschen. Ja, ja. Oder vielleicht eine 200. Sekunde. Ja, ich bin unschlüssig. Aber ich finde es recht schön mit dem blauen Verlauf hier. Spiegelt sich so ein bisschen. Passt. Genau. Belichtungsprogramm ist hier alles noch manuell belichtet. Dann sind wir einfach auf dem Weg durch den Tunnel gegangen. Auch eine coole Szene. Ja, gibt das nicht so viel her, aber man sieht hier auch schon mit den Farbeinstellungen alles out of cam. Die Rottöne, die
kommen richtig schön krass raus. Und meistens gibt es auch von diesem künstlichen Licht so einen warmen Schimmer. Man merkt das später noch ein bisschen verstärkter. Hier merkt man es dann natürlich, das sind die Gates. Da geht es ganz klassisch, man muss immer, wenn man reingeht, klick, klick, klick. Irgendwann haben unsere Tickets dann auch nicht mehr funktioniert. War ein bisschen ärgerlich, aber das zeigt eigentlich so klassisch, ja, so U-Bahn-Stationen, Metro etc. Könnte man jetzt noch ein bisschen zuschneiden, dass man einfach in 16:9 vielleicht nur diesen Ausschnitt hat. Aber passt. Finde ich eine coole Szene und zeigt einfach Paris, wie es lebt und lebt. Die Szene hat mir ganz gut gefallen, weil die Abteile immer noch untertrennt waren. Also man konnte auch nicht ins nächste Abteil reingehen. Und hier natürlich die klassische Werbung im alten in so einem alten Waggon und dann hier der Fahrgast auf der anderen Seite hat mir ganz gut gefallen. Von daher habe ich das so mit aufgenommen. Zeigt einfach die Szenerie vor Ort. Dann haben wir ein bisschen geübt, sprich mein Sohn und ich. Und wir haben so ein bisschen Spiegelsituationen ausprobiert. Im Zug, wenn er eben schnell fährt. Da gab es so ein paar schöne Aufnahmen. Auch hier die Fahrgäste mit drin. Die spiegeln sich so ganz leicht und man sieht den entgegenkommenden Zug noch so ein bisschen weghaschen. Ein Mann, der Zeitung liest. Und das ist alles so einfach die Situation vor Ort. Auch hier teilweise reges Treiben, teilweise sehr, sehr viel Treiben in den Bahnhöfen. Ganz klassisch hier der Mülleimer mit Merci drauf, fand ich auch ganz cool. Ja, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert hier. Alles ein bisschen unscharf, falsch belichtet, wie auch immer. Belichtungszeit passt nicht oder falsch fokussiert. Naja, bleibt trotzdem drin erstmal. Ja, da haben wir dann noch ein bisschen rumgespielt mit Spiegelungen. Auch coole Szene eigentlich an für sich. Haben wir so ein bisschen Spiegelungen geübt. Was werden wir denn sonst machen, wenn man 1,5 Stunden nach Paris fährt? Und die Situation, die haben wir mehrfach aufgenommen mit verschiedenen, mal Hochformat, mal Querformat, mal ohne Spiegelung, andere Belichtungszeit beziehungsweise andere Belichtung, weil jetzt von außen natürlich wieder recht Licht reinkommt. Auch eine ganz klassische Situation in Paris, natürlich sehr, sehr viel los. Puh, wirklich reges Treiben. Aber ich habe noch nicht so richtig den Flow gefunden. Der kommt wirklich später. So, im Laufe des Tages habe ich immer mehr reingefunden und ich wusste dann ungefähr den Bildlook. Aber jetzt erstmal wieder zurück nach Paris. Tja, guten Morgen Paris, du kannst so dreckig sein, so hässlich und grau. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist hier wirklich nicht immer sehr schön. Wir waren jetzt hier gerade in einem Café, war eigentlich ziemlich geil, aber ja, also schön ist anders. So, es war gerade eine richtig geile Situation, wir haben uns gerade ein bisschen untergestellt und in dem Moment haben wir gedacht, komm, nutz dir mal die Chance, da ist der Eiffelturm und es war gerade richtig cool, weil genau zwei Personen mit einem orangenen Schirm einfach durchgelaufen sind und es passte einfach perfekt zu dem Werbematerial oder dem Werbebanner besser gesagt und dem Eiffelturm im Hintergrund und dann noch die zwei Personen im Vordergrund vorbeigelaufen. Mega geil. Fotografiert mit der Fuji X106 in Klassik Schwarz. Filmsimulation. Bild kommt jetzt. Ja, und wie man hier schon wirklich unschwer erkennen kann, hier passt wirklich, finde ich zumindest, alles. Wirklich sehr, sehr geil, dass die beiden hier mit den orangenen Schirmen gerade durchgekommen sind, weil eben auch die Werbung hier von Sydney, ganz crazy, vor dem Eiffelturm, irgendwie das passt einfach alles. Ne? Warme Farben in der Werbung, Eiffelturm in Paris und die zwei kommen ja auch noch durch. Ja, ich finde es ein geiles Bild. Ich finde es wirklich ein geiles Bild. Mega cool, mega cool. Dann lass uns einfach mal weitermachen. Eiffelturm darf natürlich nicht fehlen. Hier jetzt mal noch im Wald davor habe ich versucht, einfach so ein bisschen eine Lücke zu finden in den Wäldern. Mit den Ästen so ein bisschen verspielt. Das Ganze dann nochmal mit einer freien Sicht. Aber ja, so die richtige Position habe ich da irgendwie noch nicht gefunden. Das wird dann nachher alles schöner, wenn wir dann mal reingehen.
Aber bevor wir reingehen, sehen wir uns erstmal wieder ein Stück weit in Paris und dann gibt's Bilder von drinnen. So, und hier sind wir jetzt wieder am Eiffelturm, am Geschehen, quasi jetzt ein bisschen drunter. Und was ich jetzt vorhin schon gemacht habe, ist einfach zwischen die Bäume rein fotografiert, dass ich einfach nur so ein bisschen die Spitze vom Eiffelturm mit drauf habe und die Flucht von den Bäumen mit rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, man muss hier wirklich höllischst aufpassen, was man hier macht. Deswegen, guten Morgen Paris, du kannst so dreckig sein. Hier sind Verbrecher unterwegs, noch und nöcher. Du dabst hier auf irgendwelche Kackebomben und alles Mögliche. Also naja, fotografisch gibt die Stadt wirklich sehr, sehr viel her auf Street-Fotografie-mäßig, aber schön und Liebe ist anders. Ja, und tatsächlich muss man wirklich sagen, Paris ist schön, ja, hat seine schönen Ecken, hat aber auch wirklich seine dunklen Seiten, gerade was die Vor-Ort-Verkäufer angeht, die Straßenverkäufer, und man muss wirklich aufpassen, wo man hindappt und hintritt, dass man nicht so eine kacke Bombe erwischt, sorry, dass ich sagen muss, aber es ist einfach so. Und ja, gerade bei den Straßenverkäufern muss man einfach aufpassen, ja, man sollte da eigentlich nichts kaufen, und so ein Plastik-Eiffelturm will eh kein Mensch haben, und professionell Foto willst du haben, und der fragt dich wirklich 10-mal, willst du ein professionelles Foto haben? Ich so, nein, 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 und er kommt immer wieder. Selbst wo ich in die Kamera gesprochen habe beim Einspieler, ist er immer wieder gekommen, und das hat mich echt tierisch geschärft. Meine Fresse nochmal, warum muss sowas sein? Naja, egal. Ich würde sagen, wir machen weiter im Programm. Und zwar geht's jetzt, hier sind wir mitten in der Area drin, vom Eiffelturm. Hier wollte ich schlichtweg einfach haben, dass die ganzen Schriftzüge noch schön da sind. Steht ein bisschen schräg da, man könnte es ein bisschen gerade ausrichten. Also das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und mir war mir einfach nur wichtig, dass der Pfeiler von der rechten Seite schön reinläuft mit dem Rundbogen. Und das zieht sich eigentlich so durch. Von dem nächsten Bild sieht man es dann quasi auch wieder. Hier habe ich auch den Pfeiler von der rechten Seite schön im Eck drin, der Rundbogen reinlaufend und die Perspektive nach oben gezogen, sodass der Turm aber auch nicht schief aussieht. Das war auf jeden Fall wichtig. Hier stören mich natürlich, klar, die Bäume ein bisschen, die habe ich leider irgendwie nicht rausgekriegt. Kommt nachher noch ein Bild, wo ich den linken Pfeiler anvisiert habe, da ist es ein bisschen besser. Hier eine Perspektive, die Mitte vom Plateau 2 war es, glaube ich. Ja, das müsste Plateau 2 sein, ist in der Zentralen drin. Und dann habe ich einfach geguckt, mich so ein bisschen gedreht, nach oben geguckt natürlich und geschaut, okay, wie passen die Rundbögen hier am besten zueinander. Mit 23 mm Äquivalent 35 habe ich es nicht ganz drauf gebommen. Hier hätte mir fast ein bisschen mehr gewünscht, 24 wären ganz cool gewesen. Aber ich war ja mit der X106 unterwegs, von daher gibt das nicht mehr, und damit muss man einfach leben lernen, fotografieren und lernen. Gibt einfach einen anderen Blickwinkel. Aber cooles Foto, einfach geiles Foto, finde ich cool. Ja, hier ist meinem Sohn aufgefallen, dass hin und wieder auch mal Vögel vorbeigeflogen sind, und habe ich auch gewartet. Den Eiffelturm wollte ich in dem Fall in einer Silhouette haben, sprich ich habe auf den Himmel hinten belichtet, und ist mir in dem Fall auch ganz gut gelungen, finde ich. Hier nochmal die andere Perspektive von dem linken Pfeiler mit ein bisschen weniger Bäumen. Das kann ich noch rausstempeln. Bleibt aber auf jeden Fall so. Die Perspektive passt. Turm sieht auch nicht schräg aus. Und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Aufnahme. Das ist eine meiner Lieblingsaufnahmen vom Eiffelturm. Da kommen nachher noch ein paar mehr. Weil es einfach eben, ups, jetzt bin ich ein bisschen zu weit vor. Sorry. Einfach eben zeigt, hey, Eiffelturm steht einfach irgendwo in einer ganz kleinen, in einem Wald, in einem Park eigentlich, in einem abgesperrten Park, und das soll es einfach zeigen. Hier nochmal ein Bild, aber das war zu schräg. Also hier finde ich es wirklich besser, weil einfach der Himmel so ein bisschen ausgebrannt ist, und es ist schon fast silhouettenartig im oberen Bereich, aber ist cool. Gefällt mir einfach ganz, 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 ganz gut. So, und jetzt geht es erstmal ab ans Wasser. Ab ans Wasser nach Paris, jetzt fahren wir ein bisschen Boot. So, was darf natürlich nicht fehlen? Die klassische Bootsfahrt. Touri-Trip schlechthin. Die nächsten, mal gucken, was es so alles gibt. Eine Stunde Bootsfahrt, X106 ist immer noch mit am Start, und mal schauen, was wir da alles für tolle Bilder produzieren können. Aber endlich mal sitzen.
Ja, liebe Leute, wie es auch immer so ist, ne? Vor dem Start war noch schönster Sonnenschein und jetzt regnet's. Ja, die Fuji ist natürlich eingepackt, weil die ist nicht wasserfest. Und wir gehen jetzt auch runter, weil das Sigma-Objektiv ist auch nicht wasserfest. Boah. Ja, das waren nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Ja, von der Flussfahrt, die wir da unternommen haben. Alle wirklich out of cam, nichts nachbearbeitet. Teilweise sind sie ein bisschen dunkel geworden. Ja, aber das macht es ja auch aus, ne? Out of cam zu fotografieren und einfach die Bilder so zu nehmen, wie sie sind. Deswegen, alles gut, passt für mich, sind das Urlaubsbilder, alles schön. So, jetzt geht's aber weiter, auch wieder Richtung Eiffelturm, weil dann sind wir natürlich ausgestiegen, als es mal wieder ein bisschen schöner geworden ist. Man konnte sich nicht wirklich auf die App verlassen. Und wir waren natürlich immer noch im Eiffelturm. Jetzt habe ich das noch ein bisschen von einer weiteren Perspektive aus aufgenommen. Und das gehört noch mit unter eins zu meinen Lieblingsbildern vom Eiffelturm. Er ist noch ein bisschen schräg, könnte man noch ein bisschen grad ziehen. Die Mittelachse, die passt einfach noch nicht ganz. Und die unten, die Laterne hier, ja, kann man wegstempeln, wenn man es jetzt wirklich auf die Spitze treiben möchte. Aber alles schön, alles gut. Und von daher passt das. Hier nochmal in gerader Position ein bisschen andere Lichtsituation sieht man jetzt hier. Hier wird er natürlich von der Sonne angestrahlt und hier habe ich dann von der anderen Seite fotografiert. Hier wird er natürlich nicht mehr von der Sonne angestrahlt, sondern die Sonne kommt von rechts. Und somit auch ein bisschen Lichtverständnis zu schärfen. Dunkelt es natürlich ab. Ja. Hier ist er natürlich voll in der Sonne und hier ist er von der rechten Seite angestrahlt und wirft natürlich einen Schatten hinten raus. Ganz klar. Hier nochmal mitgenommen den klassischen Torbogen. Ja, klassische Szene am Vorplatz. Hier hat sich die Gendarmerie so ein bisschen aufgestellt. Fand ich eine coole Szene. Habe ich natürlich aufgenommen. Die habe ich mitgenommen. Da habe ich noch keinen angesprochen. Da habe ich noch nicht getraut. Aber später habe ich dann doch einmal einen Polizisten aus Frankreich angesprochen und natürlich auch aufgenommen. Darf nicht fehlen, finde ich, oder? Hier war zwar ein richtig cooler dabei, der war riesig, der Mensch, der war echt riesig. Hier sieht man gerade gar nicht, der steht dann irgendwann mal hier hinten am, ups, Entschuldigung nochmal, hier hinten am Fahrzeug, ganz links, wenn wir dann über die Straße gehen, aber ich habe mich nicht getraut. Keine Ahnung. Aber kommt noch. Hier nochmal klassische Situation mit den Polizisten vor Ort. Die haben natürlich bewacht zu Olympia. Da ging es ab, sage ich euch. Teilweise Soldaten auf der Straße noch und nöcher. Aber man hat sich definitiv sicher gefühlt. Hier, das hat mir ganz gut gefallen. Einfach die Bushaltelinie hier mit vor, beziehungsweise das Zeichen am Eiffelturm. Ganz klassisch. Hier nochmal ein bisschen eine helle Aufnahme mit diesem Wahrzeichen vor Ort. Da sind wir ein bisschen entlang gelaufen am Fluss. Und jetzt wird es so ein bisschen streetmäßig, da habe ich mich dann so langsam ein bisschen rangewagt und man sieht hier eben auch, ja, die Szene ist mir noch nicht so ganz gelungen, wird nachher definitiv noch besser. Jetzt kommt noch, nachher definitiv noch besser. Ja, das ist jetzt hier ein Video, werde ich jetzt nicht abspielen, leider, weil da kann ich vielleicht GEMA-Probleme bekommen, weil der Künstler, der da spielt, hat einfach einen Straßenmusiker. Wirklich coole Szene und jeder hat angefangen zu tanzen. Ich fand es richtig geil. Wir waren hier gerade beim Mittagessen. Zum Glück sieht man hier die Person nicht wirklich. Aber ich spiele leider die Musik einfach nicht ab, weil ich vielleicht GEMA-Probleme bekommen könnte und das Video dann eben zensiert wird. Deswegen mache ich es nicht. Ja, hier sind wir dann weitergelaufen. Ganz klassisch einfach noch die üblichen Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Hier geht es dann so ein bisschen weiter mit Street. Das waren so enge Gässchen, sehr, sehr viele Restaurants mitten rein und wie man eben schon sieht, auch ganz klassisch überlegt Müll oben, ne? Hier unten. Ja, schade eigentlich, aber ist so. Hier eine wirklich tolle Aufnahme und wer sieht's? Da oben tanzt einer auf dem Dach rum. Das war wirklich geil, hier musste ich schnell sein. Ich habe die Einstellung gar nicht richtig gefunden. Man sieht auch, das Bild ist schief und Chaps und aber hier ist tatsächlich oben einer auf dem Dach rumgetanzt und hat sich ständig selbst fotografiert. Geile Szene, habe ich mitgenommen, nicht ganz getroffen, aber egal, passt, ist drauf. Hier so ein paar klassische Dachaufnahmen und hier geht es jetzt so langsam Richtung Street. Hier habe ich jetzt versucht, so die ersten Mitzieher zu machen, wo später noch richtig geile kommen, also wirklich richtig geile. Und reges Treiben, überall auf den Straßen, sieht man ja hier.
Und es kam nicht wirklich was vorbei, bis auf die zwei hier. Das Pärchen nehme ich an, die habe ich erwischt auf ihrem Roller, was eh immer ziemlich tückisch ist, ne, auf nassen Straßen mit so einem E-Scooter rumzufahren. Und hier geht es jetzt schon langsam Richtung Street und Mitzieher habe ich immer noch manuell belichtet, war jetzt hier eine Belichtungszeit von 1/80. Ist eigentlich ganz klassisch, so 1/50 bis 1/80 in der Street, beziehungsweise wenn du Mitzieher machen willst, bei einer Blende von 11 jetzt hier. Hier nochmal ein Radfahrer, eigentlich ganz gut erwischt, auch mit einem 1/80. Und die Szene hat mir ganz gut gefallen. Die Käfer habe ich leider ein bisschen zu spät erwischt, aber einfach die Jacke von der Dame und der Käfer, das passt einfach zusammen. Finde ich ein cooles Bild. Finde ich einfach ein cooles Bild. Hier nochmal, ne, klassische Aufnahme. Und hier auch nochmal von dem Gate. Das wollte ich natürlich nicht auslassen. Ja, und so langsam geht's in Richtung Street. Wir nähern uns wirklich dem Thema immer mehr und mehr. Und jetzt hatte ich dann auch im Laufe des Tages immer auch ein bisschen Zeit, den Blickwinkel dafür auch zu schärfen. Aber auch die Lichtsituation. Ich sag's dir, das wird jetzt dann so richtig gut. Jetzt fängt's so langsam an. Also wir haben jetzt so kurz vor Sonnenuntergang, es ist noch recht hell, aber die Stimmung, die wird langsam so ein bisschen moody und das passt wirklich zu dieser Filmsimulation, klassisch schwarz, da habe ich ein bisschen anders gepasst. Mega geil, da kommen jetzt richtig gute Dinger. Also, es geht hier weiter, wir sind jetzt dann einmal durch die Gasse gegangen, da habe ich einfach mal so die Gesamtsituation aufgenommen, wie das da vor Ort aussieht. Wie viele Menschen da durchlaufen, alle wollen wirklich in eine Richtung und suchen sich irgendwas zum Essen. Da habe ich mir gedacht, okay, ja komm, kannst du mal ein bisschen einfach auf den Boden gehen, um einfach so die Situation zu zeigen. Und dann habe ich von ganz Weitem schon gesehen, hey, da kommt ein Pärchen mit zwei gleichen Schuhen. Und das hier hat es dann eigentlich schon wieder fast getroffen. Ne? Jeder hat sich gewundert, warum liege ich hier auf der Straße rum. Aber beide haben wirklich die gleiche Marke an Schuhen. Und beide sind auch im Gleichschritt und das habe ich wirklich cool getroffen. Gefällt mir richtig gut, richtig geil. Ein Schuh scharf und der Rest in Bewegung, genauso soll es sein. Hier war ich in der Zeitautomatik, da habe ich dann wirklich nur noch mit der Blende gespielt, weil es mir einfach am besten gepasst hat zu der Situation. Und so bin ich dann eigentlich jetzt auch die meiste Zeit geblieben. Hier nochmal ein klassisches Bild, einfach Bubble Tea, hier haben wir auch einfach... Ja, das Schild hat mir cool gefallen und zeigt einfach so die Gesamtsituation vor Ort, was es alles da so gibt. Hier nochmal eine klassische Aufnahme. Einfach mitten in die Straße rein. Hier auch jemand noch. Auch eine coole Aufnahme. Das Ganze wird im nächsten Bild nochmal ein bisschen geschnitten. Entschuldigung, hier muss ich hin, weil ich eigentlich die Kante hier haben wollte. Dann hat mich aber der Herr hier erwischt. Ich wollte eigentlich den Herr in der Situation am Telefonieren haben, aber mit der geschnittenen Kante hier rechts. Also genau so, wie ich es dann aufgenommen habe. Aber dann hat er sich schon wieder weggedreht, weil ich die Flucht in die Gasse reinhaben wollte. Also die Kante hier mit dem Mann am Telefonieren und die Flucht in die Gasse. Also eigentlich den Mann hier in diesem Bild, musst du dir vorstellen. Ja, ich glaube, das ist einfach. Aber er ist dann gegangen. Er hat mich gesehen. Er wollte nicht mehr. Naja, ist so. Schon verpasst, ne? Dann, naja, okay, hier ist überblättern, war das aber kein gutes Bild. Hier einfach nochmal ein bisschen nach hinten mit den hohen alten Häusern, die Lichter am Rand noch ein bisschen aufgenommen, bisschen Boden eben, zeigt auch wieder, na, leider das Elend von Paris, beziehungsweise den Menschen, die es leider nicht so gut geht und eben Menschen, denen es dann doch ein bisschen besser geht. Ja. Auch coole Szene. Na, mein Sohn hatte Hunger, hat sich hier einen Döner geholt, weil wir wirklich lange gesucht hatten, hat er sich irgendwann mal selber was geholt. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, die Pappschachtel oder Styroporschachtel passt zu dem Pfeiler. Ja, musste aufgenommen werden. Hier nochmal, auch coole Situation. Der Mann, der hat sich einfach seines Lebens gefreut. Der hat immer eine Box mit dabei und hat da laut Musik gespielt. Das ist eine Situation, da waren wir einfach beim Essen. Und da hat mir das Dach gut gefallen mit den Lichtern. Nicht mehr, nicht weniger. So, hier noch eine Dame beim Durchwursteln von ihrer Handtasche. Alle laufen vorbei, alle sind gewillt, alle sind am Laufen und Rennen und Tun und am Machen. Ich beim Kaffee trinken darf natürlich auch nicht fehlen. Ganz wichtig.
Und das ist der Herr, der die ganze Zeit Musik gespielt hat und jeder hat getanzt. Ja, deswegen habe ich die vorhin nicht abgespielt. Ja, auch Situation, die Sonne kommt von oben links rein. Ich wollte es eigentlich ein bisschen heller haben, ist mir nicht so ganz gelungen. Deswegen, ja, passt das nicht so ganz, wie ich es haben will. Der Vordergrund hätte eigentlich eine Silhouette sein sollen und das Licht besser belichtet. Man könnte es jetzt nachbearbeiten, wenn man RAW hätte, aber habe ich nicht. Von daher ist, wie es ist und bleibt so. Hier nochmal, auch klassische Aufnahme. Dann kam auf einmal die Feuerwehr rein in die engen Gassen. Irgendwo war da Action und die mussten da halt durch, ne? Hier auch coole Situation. Alles einladen nach dem anderen. Wirklich, wirklich geil. Hier auch wieder coole, die sind alle so cool geschmückt und spricht dich aber da auch wirklich kaum jemand an und sagt, hey, komm rein, essen. Also uns zumindest nicht. Hier habe ich dann nochmal so versucht, eine Gasse mitzunehmen. Später habe ich dann mitbekommen, dass von oben, da ist eine Party gefeiert worden und da hat immer jemand runtergespuckt. Nicht so schön. Mich hat es zum Glück nicht erwischt. Hier waren wir dann Souvenirs kaufen. Das war unser Souvenirstand. Ich habe die Chance genutzt und habe ein paar Fotos gemacht. Einmal von außen. Hier stört mich leider der Wagen. Ansonsten wäre es ein cooles Pick geworden. Aber der Wagen im Vordergrund stört mich. Hier gibt es Fondue zu essen. Hier nochmal der Laden in einer anderen Perspektive. Einfach so die Blickwinkel zulaufend mit den Häusern und die Flucht von den Häusern und der ausgefahrenen Dachterrasse, nee, nicht Dachterrasse, hier der Regenschutz einfach, passt einfach in der Flucht. Hier war die besondere Situation, dass es im Foto immer geflackert hat. Das hat mich echt stark gewundert, es hat ständig geflackert, das von den Lichtern. Und ich musste genau die Situation erwischen, wo gelb da war. Sonst wäre es dunkel gewesen. Hier nochmal, einfach der Blickwinkel durch mit dem Hotel da ganz vorne, mit den französischen Flaggen hier. Fand ich nicht cool. Da hatte ich Zeit, weil alle am Shoppen waren. Ja, hier hat jetzt dann so langsam die Sonne reingeschienen. Ja, da fängt so langsam an, die Situation. Die wird aber immer noch besser. Hier nochmal, wollte ich einfach mitnehmen. Und hier eine klassische Spiegelsituation. Ja, Menschen sind sich am Unterhalten. Hat mir ganz cool gefallen. Gleich mitgenommen. Und jetzt geht's so langsam los, Leute. Ich sag's euch. Hier fängt's so langsam an, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche eine Gegenlichtsituation. Und hier kann ich geil Silhouetten machen mit Schatten. Hier kann ich wirklich cool mit Schatten spielen. Die Position hat mir noch nicht so ganz gepasst. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, also jetzt wird's krass. Und von daher bin ich ab auf die andere Straßenseite. Davor nochmal das hier mitgenommen. Mit der Dame, die da gerade am Runterlaufen ist. Die U-Bahn. Dann habe ich gemerkt, ah Mist, ich habe das Schild oben abgeschnitten. Dann habe ich das nochmal aufgenommen. Da habe ich es nicht mehr wirklich scharf gekriegt. Die Dame war natürlich auch weg. Und ich bin weitergegangen. Wäre cool gewesen, weil die Sonne hier im Hintergrund auch schon leicht rauskommt. Aber gut, ist so. So, und jetzt, Leute, festhalten. Jetzt wird's richtig krass. Das ist eines meiner geilsten Bilder und dann kommen noch ein paar andere, die ich in Frankreich aufgenommen habe. Bäm. Hammer, 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 Hammer. Die Sonne scheint genau in die Straße rein und ein Passant kommt einfach vorbei und ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn einfach geil erwischt. Schön wäre es natürlich noch gewesen, wenn der Schatten komplett drauf ist, aber die Sonne steht schon so tief, dass es einfach einen extrem langen Schatten wirft und es gar nicht anders möglich war. Also, coole Situation, einfach cool. Die Sonne spiegelt sich noch hier hinten im Auto und ja, einfach geil. Und dann bin ich da ein bisschen geblieben, habe hier noch ein paar andere Aufnahmen gemacht. So ein paar Lensflares sind natürlich auch mit drin, hier auch im Bild auch. Aber die stören mich nicht wirklich, die gehören dazu. Die müssen da rein. Wenn die nicht da wären, dann wäre das Bild langweilig. Coole Aufnahme, hier habe ich mich dann wirklich ein bisschen aufgehalten, habe ein paar mehr Bilder gemacht und das hier ist auch cool, wie es eben schön in ihr Haar scheint von der Frau und die Sonne kommt immer tiefer und tiefer und das wird immer krasser. Hier nochmal, hier habe ich dann versucht, wirklich ein Auto
die Spiegelung in der Windschutzscheibe, zack, da spiegelt es die Sonne gleich rein, aber leider lief in dem Moment niemand mehr vorbei. Der Herr hier ganz rechts hat immer ganz wild gestikulierend telefoniert. Man sieht es im nächsten Bild. Hier nochmal ist er dann ganz drauf. Da wollte ich ihn einfach drauf haben. Und hier kommt zufällig dann eben ein schöner Herr vorbei. Und die Sonne spiegelt es wieder im Auto drin. Auch eine geile Aufnahme. Genau das, was ich eigentlich haben wollte. Du siehst hier alles. Du siehst einen Radfahrer, du siehst einen Bus, du siehst einen Menschen, der telefoniert, wild gestikulierend. Auto, Sonne, Mensch läuft vorbei, Straßenschilder, geile Schatten. Einfach geil. Einfach geil. Ja, hier nochmal ein bisschen was probiert. Da habe ich dann so langsam angefangen, Mitzieher zu machen. Und die sind mir dann auch tatsächlich gelungen. Wir sind natürlich immer wieder weitergelaufen und weitergelaufen. Und das war so der erste Mitzieher, den ich gemacht habe. Ist mir nicht ganz gelungen. Ich bin immer noch in der Zeitautomatik, wohlgemerkt. Ich habe hier nichts selber eingestellt. Ich habe nur die Blende eingestellt. Und ist schon ganz gut gelungen. Aber es kommt immer noch besser. Nochmal zurück zu der Stelle, auch wieder eine coole Situation, die zwei Damen, mega geil, hier nochmal probiert. Ich bin einfach von diesem Fleck nicht weggekommen, weil die Bilder einfach so geil waren. Aber irgendwann musste es natürlich weitergehen. Die letzte Aufnahme von dort ist dann einfach der Bus. Leider fehlt der grüne Schriftzug hier drauf, den habe ich nicht drauf gekriegt, aber die Flaggen haben mir cool gefallen von dem Bus, deswegen musste mit. Hier habe ich noch ein bisschen was probiert mit Fahrradständern, aber nicht so ein Hit. Hier wollte ich einfach das Blau von dem Bus, der dahinter ist, beziehungsweise hätte noch ein Stückchen weiter vorfahren müssen, dann hätte es das Blau schön aufgenommen, was auch auf diesem Elektrokasten hier drauf ist. Ist mir nicht ganz gelungen, aber trotzdem, das war so die Bildidee. Hier, bam, oh, schau es dir an, es regnet. Es regnet wirklich wie in Strömen, aber ich habe es da jetzt wirklich riskiert, weil ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein, dass ich jetzt die Kamera einpacke. Sonne fällt tief rein. Ich bin auf einer Blende von 3,6 und habe hier schöne Blendensterne. Natürlich habe ich die Kante versucht zu kriegen, dass es schön an der Hauskante quasi abgeschnitten wird und dann entstehen ja automatisch Blendensterne und die spiegelt sich auch noch in dem Auto. Mega geil. Da kommt jetzt noch ein geileres Bild, weil hier hinten sieht man es schon, die Dame in Rot, beziehungsweise mit dem roten Schirm, die läuft jetzt über die Straße und da ist es. Und das Bild ist es eigentlich auch mitunter einer der geilsten. Das geht, ist auch cool, aber das finde ich besser. Das finde ich besser. So, und jetzt geht's rund, langsam mit Mitziehern und Fahrrädern. Hier habe ich mich nochmal wieder rangetastet, weil da war ich an einer coolen Stelle. Die Sonne schien direkt oben durch die Gasse durch und ich habe gesagt, okay, hier muss ich warten bis von oben, vom Berg runter. Die kam wirklich mit Karacho runter. Ein paar Fahrradfahrer kommen, die ich dann einfach schön mitziehen kann. Und das war die erste Aufnahme, die wie die Faust aufs Auge. Ne? Geil, einfach geil. Ein schöner Schein über den Radfahrer drüber. Der Radfahrer ist scharf. Hier geht gerade eine Fußgängerin drüber bei Grün. Er fährt trotzdem weiter und das passt einfach. Das Grün mit dem Grün hier auf seinem Gepäckträger, mega geil. Und so habe ich dann versucht, irgendwie weiterzumachen. Es hat es nicht so ganz getroffen, das auch nicht, aber finde ich trotzdem cool. Trotz dessen, dass es unscharf ist, hat es irgendwas. Und jetzt kommt der Mega-Grüner. Das ist natürlich der Mitzieher des Abends gewesen. Er gestochen scharf drauf. Eine leichte Körnung habe ich mit drin. Aber das ist die Filmsimulation, die habe ich einfach mit einer leichten Körnung belegt. Das möchte ich so und das muss auch so sein. Und hier eben die Sonne, die durch die Gasse scheint. Ja, was willst du mehr, ne? Brauchst du nicht mehr viel sagen. Geiler Mitzieher. Läuft. Hier nochmal ein BMW. Auch nochmal versucht. Und hier geht es wieder Richtung Sehenswürdigkeiten. Aber die Abendstimmung war einfach genial. Und wenn ich was gelernt habe, ist, dass es die Filmsimulation jetzt perfekt für Sonnenuntergänge in Street passt. Also die habe ich mir jetzt so zurechtgelegt, dass es einfach geil ausschaut. Zum Sonnenuntergang in der Stadt. Was willst du mehr? Oder? Ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr viel sagen. Geile Aufnahmen. Hier bin ich mitten im Kreis auf dem Fußgänger-Zebrastreifen, sagt man, stehen geblieben. Und hier nochmal ein bisschen Boden eben aufgenommen. Und
Ja, klassische Aufnahme, jeder noch ein bisschen was am Schnabulieren und am Essen holen mit der Litfaßsäule hier auf der rechten Seite. Das ist unscharf geworden. Gut, das können wir knicken, können wir löschen. Und jetzt kommt mein lieber Polizist. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, ihn habe ich aufgenommen. Er folgt mir auch auf Insta mittlerweile. Die Foto kann man verwenden. Coole Aufnahme. Ich werde die Menschen im Hintergrund nochmal rausstempeln, weil die stören mich. Aber erstmal bleiben sie drin. So, hier habe ich nochmal versucht, ein bisschen, ja, ein paar Blendensterne zu generieren. Ist mir nicht ganz gelungen. Aber die Abendsituation endet jetzt so langsam. Und ein paar Bilder kommen noch. Hier nochmal Gate. Hier sind wir jetzt nämlich auf dem Weg Richtung Eiffelturm wieder, weil jetzt kommt so langsam der Abend, die Abendsituation und eigentlich das Lichterspiel, was ich aufnehmen möchte vom Eiffelturm. Hier nochmal ein paar Mitzieher im Gate, als wir auf dem Weg waren. Das hat mir ganz cool gefallen, weil Wi-Fi und Toilets, geil, oder? Wer kommt auf so eine blöde Idee? Hier nochmal durch die Gassen gegangen und nochmal ein Mitzieher. Und jetzt erstmal wieder zurück nach Paris. Ja, liebe Leute, das war jetzt zur goldenen Stunde mal ein richtiger Run in der Street-Fotografie. Mega geil. Ich habe richtig coole Mitzieher gemacht, auf jeden Fall 2 Stück davon. Fahrradfahrer. So geil. Bilder zeige ich euch jetzt mal hier drin. Einfach nur geil, es hat mich voll geflasht. Da hat sich schon die Anschaffung von der Fuji X106 sowas von rentiert. Ja, die Einstellungen, wie ich die bei meiner Fuji vorgenommen habe, das würde ich euch jetzt gerne einblenden. Und zwar die genauen Systemeinstellungen von meiner Filmsimulation. Und jetzt warten wir einfach nur noch hier im Park. Einfach ganz chillig mit allen zusammen, bis es dann nachher später zum Eiffelturm geht. Und dann werden wir noch die Lichter fotografieren. Und dann war es das auch für heute. Also jetzt erstmal Pause, fertig mit dran und bis später in der Dunkelheit. Ja, liebe Fotonerds, das war ein wirklich aufregender Tag heute hier in Paris. Wir haben wirklich von A bis Z alles erlebt. Von hupenden Autos, von dreckigen Straßen. Und ja, alles in allem war es, wie ich finde, ein erfolgreicher Street-Fotografie-Abend, Street-Fotografie-Tag. Und jetzt zum Abschluss eben dieser schöne Eiffelturm mit den Lichtern des berühmten Künstlers, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ich schreibe ihn auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung rein. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr hierher kommt und die Lichter bei Nacht fotografiert und die dann auch posten wollt oder veröffentlichen wollt und wirklich in beruflichen Aufträgen unterwegs seid oder damit Geld verdient oder wie auch immer angemeldeter Fotograf seid, holt euch bitte eine Genehmigung. Auch wie ihr die einholt, schreibe ich euch unten rein. Ich habe sie, ich blende die Genehmigung hier ein, habe alles per E-Mail. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Lichter und die Bilder kommen dann im Anschluss. Für mich ist es jetzt hier und heute Ende des Tages und ein krönender Abschluss. Und ich finde, die Reise hat sich gelohnt. Definitiv. Die Reise hat sich definitiv gelohnt. Und die Bilder, wie gesagt, zeige ich jetzt im Anschluss. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat und auch die Bilder gefallen haben, dann auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Mein Favorit, definitiv die Mitzieher auf den Fahrrädern. Mega geil mit der Gegenlichtsituation und dann auch der passenden Filmsituation angepasst. Hammer, Hammer, Hammer. Ich bin mega zufrieden. Ja, was soll ich noch sagen? Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf das letzte Bild, auf die letzten Bilder und ciao, ich bin raus, euer Pixel Gotti und vielleicht demnächst in irgendeiner anderen Stadt. Bye, bye.